Hallo zusammen, ich ist wieder heute Lahntürch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus dem Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar will ich wieder ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe mir schon ein Item rausgesucht, was für mich interessant ist. Und das ist einmal hier auf dem Chart, den ich mir eben erstellt habe, auf, wie heißt der Server, Ankyrai oder irgendwie so. Und dort habe ich ein Item gesehen, hier aus dem Gewölbe der Inkarnation, für 99.999 Gold, also knapp 100k. Viel mehr möchte ich für die Dinger auch nicht ausgeben. Und ja, die sind relativ selten tatsächlich drin. Ich würde sagen, das holen wir uns einmal. Und dann gucken wir mal, das ist aus dem HC-Modus. Und eventuell kann ich das dann auch noch in den Katalysator packen. Da muss ich mal schauen, ob ich da dann auch noch das quasi Set-Item rauskriege. Also jetzt traden wir das erstmal rüber hier. Und dann tragen wir das noch in meine Liste ein, beziehungsweise schmeißen das aus meiner anderen raus. Also hier mal die Liste. Für, fangen wir an, 100k waren das. Item, die Armschienen. Und dann gucken wir mal. Genau, hier haben wir sie. Also Vault. Ihr seht, Vault brauche ich noch relativ viele Items tatsächlich. Und das ist jetzt hier das eine HC-Item. Und dann können wir da eine 1 eintragen. Und dann wird es doch auch schon mal ein bisschen weniger. Gut. Dann würde ich sagen, schicke ich das mal auf meinem Worry rüber. Und dann schauen wir mal, ob wir das auch noch in den Katalysator reinpacken können. Das bin ich auf dem Worry und da können wir dann das Ding einmal lernen. Jetzt ist es so, wie ich gerade sehe, ne? Das HC-Set habe ich schon, also das können wir dementsprechend nicht nur zusätzlich holen, aber zumindest einmal das Grund-Item. Als nächstes bin ich dann auf Arigos und hier habe ich ein Item gefunden aus Firelands. Und ja, das brauche ich noch. Ketten, Schuhe sind es. Da wird jetzt Item Level 60 angezeigt. Das ist aber aus dem Time Walker, dementsprechend auch ein bisschen höher. 415. Und das kaufen wir hier einmal für 50k raus. Ich muss dann auch noch schauen, wie es ausguckt, ob ich das eventuell noch in den Katalysator packen kann. Eventuell kann ich dementsprechend da auch nochmal einen T-Mog mitnehmen. Aber das werden wir jetzt dann gleich erstmal gucken. So, jetzt traden wir das einmal hier rüber, das schöne Ding. Und dann tragen wir das noch in meine kleine Liste mit ein. Wo haben wir es? Also hier haben wir das Item, die Treter. Und das packen wir hier in die Liste rein. Also für 50k. Die dürft... Nee, die Timewalker-Sachen habe ich nicht in meiner Übersicht mit drin. So, jetzt locken wir mal um, beziehungsweise schicken es erstmal rüber. Ich würde sagen, machen wir das mal auf den Schamanen. Juti, ich habe das jetzt rübergeschickt. Das ist ganz schön eine traurige Angelegenheit. Also ich lerne es jetzt erstmal, ne? Dass wir das zumindest schon mal haben. Das Ding kann man leider nicht in den Katalysator packen. Ich dachte jetzt, vielleicht kann man es mit reinsetzen, ne? Weil es ja aus dem Raid ist. Zwar aus dem Timewalker Raid, aber es bleibt ja ein Raid. Aber das scheint leider nicht zu gehen. Aber gut, zumindest ein T-Mog. Als nächstes bin ich auf Thrall unterwegs und dort habe ich einmal Handgelenke vom Magier T3 Set mir gekauft im Black Market für 147.000. Die nehmen wir jetzt einmal raus. Und ja, da habe ich noch nicht so viel. Jetzt habe ich 3 von 8 Items. Und ich würde sagen, dort tragen wir jetzt auch in meine Liste mit ein. Wo haben wir sie? 147. Und ja, dann gucken wir weiter. Juti, jetzt hatte ich ein paar Tage im Black Market kein Glück. Da war wenig bis gar nichts drin, was ich brauchen kann. Jetzt habe ich mir wieder was rausgezogen und zwar zu einem relativ günstigen Preis. Hier haben wir nämlich einmal eine Tunika und zwar ist das T3 vom Schamanen, oder? Schamanen, nee, vom Hunter ist es. Pardon, aber es ist zumindest Kette. Und ja, das ist die Brust, hat mich gekostet 19.700. Runden wir es auf, 20k ist auf jeden Fall ein Schnapper für ein T3-Teil. Und ja, jetzt habe ich 7 von 8 Teilen hier beim Shami und ich würde sagen, das tragen wir in meine Liste ein. Und dann kann ich euch was zeigen. Es sind ein paar Sachen auch dazugekommen zum letzten Mal. Ich habe 7000 Gold für Bonus-Rolls ausgegeben. Ja, das war hier für Xavius. Das ist ja das letzte Raid-Item, was ich quasi brauche aus Legion. Und dann dachte ich mir, jedes Mal, wenn ich reingehe und quasi keinen Bonus-Roll habe,
beziehungsweise auch keine Ressourcen für Bonusschloss habe, kaufe ich mir einen, ne? Wenn ich den Kollegen schon umhaue. Bis jetzt habe ich sie nicht gekriegt, aber mal gucken. Und dann habe ich noch ein bisschen was für PvP-G ausgegeben, für meinen Parler. Da fange ich gerade auch ein bisschen an, wieder was zu machen. Und ja, da haben wir noch ein bisschen Kohle quasi rausgehauen. Genau. Und jetzt halt die 20k hier für die Tunika. Und dann gucken wir mal, ich bin noch an einen anderen Teil dran heute. Vielleicht gewinne ich das ja auch noch. Mal gucken. So, dolla. Jetzt habe ich nochmal so eine halbe Stunde warten müssen auf ein zweites Teil. Ebenfalls hier auf Lothar. Und ich habe es gewonnen für 10.500, also Minimumgebot. Und das sind einmal Schultern vom Priester T3. Die holen wir auch raus. Und ja, dann bin ich hier bei 6 von 8 beim Priester-Set. Und auch die Teile wollen wir jetzt einmal eintragen. Und zwar hier in den anderen Tab rüber. Also hier. Schultern, 10 kamen nicht, die jetzt gekostet. Und ja. Dann muss ich echt sagen, auf Lothar ist Verlass, ne? Lowpop-Server, da bieten nicht sonderlich viele mit. Da kriege ich echt die Teile teilweise ziemlich günstig. Als nächstes bin ich auf Outland unterwegs und da habe ich ein Item gefunden, an dem ich schon lange Interesse habe. Und zwar die Zwielichtsklinge ist hier drin für 200k. Und das ist schon ein richtig, richtig seltenes Item. Das kaufen wir jetzt hier einmal raus. Und jetzt muss ich dann auch gucken, wie das genau gelagert ist. Denn mir werden da zwei verschiedene angezeigt. Jetzt werde ich gleich sehen, wenn ich die lerne, ob ich dann auch noch eine zweite kaufen muss mit einer anderen ID. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht so genau angeguckt. So, als erstes traden wir das einmal rüber, hätte ich gesagt. Heute nicht das, sondern die Klinge. Und dann schauen wir mal. Ich mache mal hier All the Things auf derweil. Und zwar ist die nämlich hier unter Schloss knacken. Seht ihr das? Das sind zwei verschiedene drin. Das wird wahrscheinlich eine andere ID sein. Ich habe jetzt hier noch gar nicht die IDs quasi angeklickt, dass die angezeigt werden. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Also die lernen wir. Ja, es gibt noch eine zweite Zwielichtsklinge. RIP, muss mir die nochmal kaufen. Aber zumindest eine haben wir schon mal. Und das können wir jetzt einmal in die Liste mit eintragen. Also hier 200k. Und dann... Ja gut, welche von den beiden Zwielichtsklingen habe ich denn jetzt gekauft? Das eine, flammenversehrte Plunderkiste. Welche habe ich denn jetzt noch offen? Die flammenversehrte habe ich noch offen. Heißt, ich kann die hier rauskicken. So, löschen wir das mal. Und dann werden es wieder ein bisschen weniger, ne? Von den World Drops ist jetzt nur noch eine Zwielichtsklinge. Dieses Schild, was ich von Angeln bekomme und den World Drop. Ah ja, wird langsam ein bisschen weniger. Gut, dann schauen wir mal noch weiter. Jetzt habe ich gerade noch ein Item gefunden, hier auf Blackmoor. Es ist ein Ticken drüber, es ist bei 222.000, aber es ist eins von den wenigen Items, wo ich bereit bin, mehr zu zahlen. Und zwar aus Uldaman, der Minenarbeiterhut der Tiefen. Und das ist eins von diesen Classic Zonendrop-Sachen, die saumäßig selten sind, wie zum Beispiel auch diese päpstliche Fez oder diese Grubenmeister, ne, oder... Pendel der Verdammnis, das sind diese mega seltenen Sachen. Und ich würde sagen, komm scheiß drauf, den kaufen wir jetzt hier für 222.000 Gold. Dann ist der nämlich auch mal raus aus der Liste. Und dann packen wir den einmal hier aus dem Postkasten. Das ist ja, ah ne, ist ein Stoffteil. Jetzt habe ich das fast schon gelernt mit dem. Das wäre mega, mega Base gewesen. So, okay. Das packen wir einmal in meine Liste mit rein. Also hier 222, 222.000 und dann können wir den hier rausnehmen. Hier haben wir den Miner's Head. Na, wird es hier auch ein bisschen weniger. Gut, und das schicke ich dann an einen von meinen Twinks. Machen wir mal den Hexer, dass wir das einmal lernen. Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist ein Leder-Item, ne? So vom Icon sieht das nach einem Leder-Item aus. Aber gut. So, und dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Als nächstes sind wir hier auf dem Server Bronze Dragonflight und hier habe ich nochmal ein removedes Item gefunden, verzierte Pyriumstulpen. Das ist einmal ein Cataclysm Craft Item für Schmiedekunst gewesen, gibt es leider nicht mehr zu bauen und ja, ich würde sagen, das holen wir uns jetzt, kostet einmal 195.500 und auch das können wir dann einmal hier aus dem Postkasten rausholen.
Und das kriegt der Main dann rüber getradet. Dann muss ich dann nur umloggen und quasi einmal das Plattenteil zu einem Twink schicken, der das auch lernen kann. So, also jetzt tun wir erstmal das in die Liste mit eintragen. Also hier, beziehungsweise da können wir es rausschmeißen. Eins der letzten removeden Items hier unten. Also das, also nicht eins der letzten Items, die ich brauche, sondern eins der letzten in der Liste. So, jetzt sind es nur noch 108 Items overall. Wird doch langsam. Dann hier können wir uns auch 195. Und dann schicke ich das mal zu meinem Worry rüber, hätte ich gesagt. Dem können wir es gleich lernen. Als nächstes bin ich auf dem Konsortium unterwegs, beziehungsweise auf dem Server-Konsortium. Und da habe ich jetzt noch ein Lederteil gefunden. Hier wieder ein Crafted-Item aus Cataclysm für 150k. Das kaufen wir uns mal. Und dann, ach schau mal, da haben wir noch was anderes mit drin. Gut, und das können wir dann einmal meinem Main rüber traden. Den muss ich jetzt bloß nochmal kurz einladen. Tila Blackmore. Mit dem Mischten wird er dann auch gleich lernen können. So. Gut, dann schauen wir mal. Also, das lernen wir. Haben wir wieder ein removedes Item von der Liste runter. Und dann schmeißen wir das auch gleich mal hier raus. Also. Was haben wir es denn da? 150. Und dann schauen wir mal, wo wir es hier haben. Das habe ich hier nicht drin. Blutlünstige Leder. Okay, die. Das ist ja komisch. Oh ja. Also, wenn, dann habe ich das schon mal wann anders rausgeschmissen oder ich habe es gar nicht eingetragen gehabt. Okay, schade, das hatte ich hier gar nicht drin. Also kriegen wir doch kein Item raus. Gut. Aber dann sind wir durch mit dem kleinen Video. Sind jetzt wieder ein bisschen über 1 Million. 1,138, ne? Also 1.138.000 Karma ausgegeben. Mit ein paar Posten. Es ist noch ein bisschen was dazugekommen bei Bonus Royals. Hab noch den einen oder anderen gekauft, um das ein oder andere Item aus Legion zu kriegen. Und ja, damit sind wir durch. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.